Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von mir. Dieses Mal geht es um Anonymität im Internet und wie kann ich anonymer werden, was ja irgendwie immer aktueller wird. Deswegen dachte ich mir, ich mache da mal ein paar Videos dazu. Kamen auch schon ein paar Anfragen rein, deswegen ja. Gut, was kann ich also tun, um anonymer zu werden? Dieses Mal machen wir den Inkognito-Modus, ist nicht so unwichtig, kann man mal benutzen, aber man sollte sich nicht drauf verlassen. Und zwar habe ich den hier schon mal aufgemacht. Ihr seht, ich nutze Google Chrome gerade im Moment und habe hier sogar noch kleine Werbung für meine Lieblingsstreamer, die Jungs von Game One. Ja, aber zurück zum Thema. Der Inkognito-Modus ist im Prinzip hauptsächlich für euch da, nämlich was passiert, wenn ihr den aufmacht. Hier übrigens über, ja, hier oben über dieses kleine Einstellungsfensterteilchen da und dann ein neues Inkognito-Fenster oder einfach Steuerung Umschalt N. So, dadurch kriegt ihr dieses Fenster auf. Zu kriegt ihr es nicht mehr. Und es gibt auch ein paar andere Features währenddessen nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Tab mit, keine Ahnung, google.ch, warum auch immer ch, google.ch aufmache, dann wieder zumache, dann kann ich das nicht mehr wieder aufmachen mit STRG SHIFT T, was man normalerweise kann. Das bedeutet aber für euch auch, dass keine History angelegt wird. Das heißt, es kann niemand später in eurer Browser History nachgucken, wo ihr gerade gesurft habt oder irgendwie was anderes. Also irgendjemand anders kann auch nicht in eure Browser History nachgucken, was nämlich relativ leicht geht, auch für Betreiber von Webseiten. Das kann man mit JavaScript ziemlich easy machen, in der Browser History nachgucken, mit dem ziemlich kleinen Befehl, eigentlich total billigen Befehl, window.history. Und schon hat man Zugriff auf eure komplette History, was ihr jemals angeguckt habt, okay, nicht ganz, aber fast. Und kann da durchscrollen und dann weiß der Webseitenbetreiber, wo ihr euch immer rumtreibt. Deswegen, wenn ihr den Inkognito-Modus benutzt, da habt ihr keine History zur Verfügung und ihr legt auch keine History überhaupt erst an. Das heißt, alles, was ihr hier drin macht, wird direkt wieder vergessen. Ein weiterer guter Punkt von Inkognito-Modus ist, dass es die Cookies neu lädt. Sprich, Cookies, die ihr in eurem normalen Fenster irgendwie angelegt habt, sprich auf Facebook angemeldet oder was auch immer. Dadurch kriegt dann Facebook auch teilweise Informationen über gewisse Plugins von anderen Webseiten. Wenn ihr diese anderen Webseiten dann im Inkognito-Modus aufruft, dann hat Facebook keinen Zugriff darauf, weil ihr im Inkognito-Modus nicht angemeldet seid. Es sei denn, ihr meldet euch natürlich hier auch an. Gut, ja. Nochmal zurück zu dem Punkt mit der History. Das ist nicht ganz richtig. Nämlich, wenn ihr einen Tab aufhabt und ihr geht dann zum Beispiel auf Google. Und danach geht ihr auf eine andere Seite, zum Beispiel hier auf den Stream von Rocket Beans, und dann geht ihr wieder zurück. Das bedeutet aber, dass ihr auch hier eine gewisse History angelegt habt. Sprich, solange ihr diesen Tab offen habt, solange ist die History von diesem Tab tatsächlich verfügbar. Das heißt, ihr seid insofern anonym, als dass ihr, wenn ihr den Tab zumacht, dass die History dann gelöscht wird von dem Tab. Aber nicht komplett. Also wenn ihr da irgendwie euch bei Facebook anmeldet und dann auf demselben Tab was anderes macht, dann weiß Facebook trotzdem, dass ihr da seid. Oder einfach hier einen zweiten Tab mit Facebook offen habt und euch dann da drin anmeldet, dann seid ihr da nicht mehr anonym. Wenn ihr das dann aber wieder zumacht, dann ist okay. Also das komplette Fenster zumacht dann am besten. So. Also es ist quasi jedes Mal so, wenn ihr den Inkognito-Modus aufmacht und wieder zumacht, dann war das, als ob ihr einen komplett neuen Browser genutzt habt und danach wieder den komplett neuen Browser deinstalliert habt. So könnt ihr euch das im Prinzip vorstellen. Natürlich bringt euch das absolut gar nichts für irgendwelche Leute, die den Internetverkehr von euch mitverfolgen. Zum Beispiel die NSA, wenn sie mitlesen sollte. Was ihr gerade für eine Website besucht habt, dann geht es völlig anders. Die lesen nämlich nicht bei euch in der History einfach nach, sondern die lesen tatsächlich den Verkehr zwischen euch und der Webseite ab, sozusagen. Und da hilft auch der Inkognito-Modus dann nichts. Übrigens auch für eure Arbeitgeber oder falls ihr in der Uni oder in der Schule oder wo auch immer ihr da ins Internet geht, wenn ihr da den Inkognito-Modus reinhaut, dann heißt das nicht, dass die Uni nicht mitkriegt oder die Schule, was ihr da gerade gemacht habt. Das heißt, ja, die lesen ein bisschen später und die lesen einfach, was da so für Daten geflossen sind.
Und das ist unabhängig vom Incognito-Modus oder auch nicht. Das ist wirklich nur auf eurem PC quasi ein kleines Feature. So, jetzt machen wir das schöne Bild vom Incognito-Modus wieder rein, damit wir auch beim Thema sind. Warum das auch für eure Handys oder Tablets oder was auch immer, mobilen Geräte wichtig sein könnte, ist folgendes. Nämlich es gibt App-Berechtigungen. Ich habe ja auch schon ein paar Videos zu Android gemacht, also wer die geguckt hat, cool von euch. Es gibt Apps, die Berechtigung haben, eure Browser-History zu checken. Und die haben dann logischerweise auch Zugriff auf das, was ihr in eurem normalen Browser angeguckt habt und können daraus lesen, was ihr so gemacht habt. Ja, wenn ihr den Incognito-Modus benutzt, wird das auch im Handy nicht gemacht. Im Handy funktioniert es übrigens ganz ähnlich, nur dass ihr Steuerung Shift und N nicht drücken könnt auf einmal, sondern ihr müsst dann halt wirklich hier oben über neues Incognito-Fenster gehen. Was ein bisschen umständlich ist, aber ich glaube, das sollte euch nicht davon abhalten. Genau. Also im Prinzip wirklich ein wichtiges Tool. Jetzt noch ganz kurz die Frage, kam schon öfters auf. Warum sollte jemand eure History oder generell irgendwas von euch ausspionieren wollen? Naja, sagen wir mal, sie haben keine bösen, also keine extrem bösen Absichten, wie euch zu hacken oder sowas. Dann ist es einfach oftmals so, dass sie euch Werbung schalten wollen. Und zum Beispiel die Werbung, die ihr bei Facebook seht, die ist customized. Das bedeutet, ihr geht auf Facebook drauf und Facebook guckt mal eben nach, was habt ihr so geliked, was habt ihr euch für Videos angeguckt, auf welche Links habt ihr geklickt, was ist in eurer History drin und ihr kriegt dann dementsprechend Werbung, was ihr so da gemacht habt. Das ist ein ziemlich leichtes Verfahren und deswegen wird es auch ganz gerne benutzt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man da alles machen kann und wie man die Leute dann austricksen kann. Aber zum Anfang ist so ein Incognito-Fenster nicht schlecht. Und ansonsten dürft ihr euch auf neue Videos von mir freuen und da werde ich dann noch auf viele, viele weitere Themen eingehen, wie zum Beispiel VPN oder Proxy oder sowas in der Art. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dann, ciao, ciao.